Hallo, schön, dass Sie dabei sind beim KMK-Magazin hier auf Baden TV. Hier gibt es alle Infos rund um Kongressen, Messe und Events der Karlsruher Messe und Kongress GmbH, KMK. Heute mit einer Spezialausgabe zur NUFAM 2013. Bereits zum dritten Mal wird für 4 Tage lang die Messe Karlsruhe zum nationalen und internationalen Branchentreffpunkt der Nutzfahrzeugbranche. Auf über 50.000 Quadratmetern steht das Nutzfahrzeug im Mittelpunkt. Bei der NUFAM 2013 werden in den Hallen der Messe Karlsruhe, aber auch im Außenbereich, schwere und leichte Nutzfahrzeuge präsentiert. Über 300 Aussteller aus 11 Ländern beteiligen sich an der dritten Nutzfahrzeugmesse. Wir haben 60 große Marken vertreten. Das sind einerseits die großen, dicken Brummis, wie man so schön sagt, aber es sind natürlich auch die leichten Nutzfahrzeuge, die beispielsweise sehr stark vom Handwerk und auch von Baufirmen nachgefragt werden. Die haben wir mit allen Marktführern vertreten. Gleichzeitig geht es natürlich auch um Aufbauten, aber auch um Fahrzeuginneneinrichtungen und alles, was dem Trucker das Leben leichter macht. Die NUFAM ist die Nutzfahrzeugmesse im Süden. In diesem Jahr stehen vor allem die Themen der Euro 6-Norm, einer höheren Wirtschaftlichkeit, Kostentransparenz ebenso wie Nachhaltigkeit und Emissionseinsparungen im Vordergrund. Die wichtigsten Themen bei der NUFAM sind natürlich die treibenden Fragen nach der Euro 6-Norm, die ja natürlich die ganze Branche sozusagen vorantreibt. Gleichzeitig sind es natürlich immer wieder Fragen auch der Effizienzsteigerung, auch des geringeren Spritverbrauches. Dann zählen Sicherheitsfragen ganz stark zu den gefragten Themen Ladungssicherung, Fuhrparkmanagement. Das sind hier die zentralen Fragen. Die NUFAM wird nun schon zum dritten Mal in Karlsruhe ausgerichtet. Seitdem entwickelt sie sich immer weiter. In diesem Jahr gibt es wichtige Neuzugänge wie Palfinger und Schwarzmüller. Die Nutzfahrzeugmesse ist aus Karlsruhe nicht mehr wegzudenken. Karlsruhe braucht diese Nutzfahrzeugmesse, weil Karlsruhe in der Technologieregion zentralen Standort bildet, beispielsweise für Innovationen aus dem Werk in Wörth, was zu den modernsten seiner Art zählt, der Welt sogar. Wir denken an die Nutzfahrzeugpalette aus Gaggenau mit den Unimox. Wir denken aber natürlich auch an Forschung und an innovative Antriebssysteme, wie sie beispielsweise am KIT erforscht werden, aber natürlich auch unter Einfluss der Fraunhofer-Institutionen. Ich darf dann nur an das EASY und das Fraunhofer IOSB hier aus Karlsruhe verweisen. Für das Vortragsprogramm zum erstmaligen Event Treffpunkt Kommunal auf der NUFAM standen das Automotive Engineering Network, das Commercial Vehicle Cluster und das KIT mit dem Lehrstuhl für mobile Arbeitsmaschinen, kurz MOBIMA, der KMK beratend und organisatorisch zur Seite. Die Forscher beschäftigen sich am KIT unter anderem mit Baumaschinen und Landmaschinen oder auch mit kommunalen Fahrzeugen. Themenschwerpunkte sind dabei die Effizienz der Fahrzeuge ebenso wie alternative Antriebe. Bei den alternativen Antrieben wird vor allem an Hybridantrieben geforscht. Das heißt, die Kombination eines Verbrennungsmotors mit einem beliebigen anderen Antrieb, zum Beispiel eben dem Elektromotor, aber es könnte auch ein Hydraulikmotor sein, und einem dazugehörigen Speicher, das heißt zum Elektromotor die Batterie und zum Hydraulikmotor eben der Hydrospeicher, bilden zusammen einen sogenannten Hybridantrieb. Und dieser Hybridantrieb kann zum Beispiel Energie beim Bremsen zurückgewinnen. Das heißt, wenn ich mit einem Fahrzeug bergab fahre, kann ich diese Bremsenergie, die normalerweise in Wärme umgewandelt wird und dann nicht mehr nutzbar ist, kann ich diese Bremsenergie in den Speicher zurückschieben und beim nächsten Bergauffahren wieder aus dem Speicher rausnehmen. Und dadurch entlaste ich den Verbrennungsmotor, verbrenne entsprechend weniger Diesel und emittiere entsprechend weniger CO2. Eine andere Alternative zum Hybridantrieb wäre zum Beispiel, den Dieselkraftstoff nicht mehr aus fossilen Quellen, also aus Erdöl, zu produzieren, sondern aus biogenen Quellen. Dieser Kraftstoff könnte aus Pflanzen entstehen, die in chemischen und verfahrenstechnischen Prozessen in Kraftstoff umgewandelt werden. Das hört sich zwar alles noch sehr nach Zukunftsmusik an, die hybriden Antriebe sind aber schon in einigen Fahrzeugen zu finden, zum Beispiel in Müllsammelfahrzeugen. Allerdings steht dabei immer noch die Frage im Raum, ob sich die Investitionen rechnen. Ein Faktor, der dazukommt, ist, haben diese Fahrzeuge andere Vorteile? Und zum Beispiel ist ein großer Vorteil von hybriden Antrieben, dass sie in der Regel deutlich leiser sind als konventionelle Antriebe. Und wenn man ein solches leises Fahrzeug hat, kann man eventuell nachts eine Müllsammlung durchführen. Das heißt, das Müllsammelfahrzeug kann eventuell nicht mehr nur 6, 8 Stunden am Tag benutzt werden, sondern im Extremfall 24 Stunden am Tag. Und das ist natürlich für den Betreiber sehr interessant.
Der Treffpunkt Kommunal ist ein Fachprogramm für Vertreter von beispielsweise Stadtwerken oder städtischen Bauhöfen. Die Commercial Vehicle Cluster Nutzfahrzeuge GmbH organisiert unter anderem dieses Event mit. Themen bei dem Treffpunkt Kommunal werden unter anderem sein: sind Kommunalfahrzeuge, alternative Antriebe für kommunale Fahrzeuge, das ganz große Thema CO2-Reduktion. Die Kommunen haben sich selbst Ziele gesetzt, müssen sie jetzt umsetzen und haben auf der anderen Seite wesentlich höhere Kosten. Und diesem Thema nachzugehen und hier zu einer Lösung zu kommen, das halten wir für spannend. Spannend wird die NUFAM 2013 aber nicht nur für das Fachpublikum, denn die Nutzfahrzeugmesse richtet sich an jeden. Die Messe richtet sich an Fachleute, das heißt, das sind Einkäufer beispielsweise, Spediteure, Handwerker, die leichte oder schwere Nutzfahrzeuge benötigen. Aber es ist auch eine Plattform für die ganze Familie, für die Freunde der Mobilität und insofern da auch Nutzfahrzeuge zum Anfassen, mal zum Reinklettern, zum am Lenkrad sitzen, auch ein Event für die ganze Familie, insbesondere am Wochenende. Nutzfahrzeuge in Aktion gibt es auf der NUFAM auch zu sehen. Dafür ist ein entsprechender Parcours eingerichtet. An 4 Tagen haben wir einen Parcours eingerichtet. Dort können Sie Nutzfahrzeuge in Aktion sehen. Und man wird sich so manches Mal fragen, dass das möglich ist. Das ist wirklich ein sehenswerter Beitrag. Einen weiteren interessanten Beitrag leistet auch der Bundesverband Fuhrparkmanagement. Dieser wird auf der NUFAM 2013 in den Hallen der Messe Karlsruhe vertreten sein. Damit hat die Nutzfahrzeugmesse erstmals eine Expertenplattform für Fuhrparkmanager und Flottenbetreiber mit dem Fachtag Fuhrparkmanagement im Gepäck. Dabei geht es um Besonderheiten bei Lkw, Sonderfahrzeugen und Transporter. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement versteht sich auch als Interessenvertretung der Fuhrparkleiter ab 5 Fahrzeugen aufwärts. Und es ging uns im ersten Moment darum, unsere Interessen erstmal zu bündeln, eine Plattform zu finden, wo wir uns nicht mehr als Einzelkämpfer wiederfinden, sondern gemeinsame Positionen haben. Und daraus hat sich sehr, sehr viel ergeben, zum Beispiel hier eine Qualifikation Fuhrparkmanager oder auch andere Dinge, die auch dahin gehen, zum Beispiel, wie positioniert man sich bei Fördermaßnahmen oder was kann überhaupt noch übertragen werden. Beim Fachtag Fuhrparkmanagement können sich Interessierte kompakt und praxisnah mit Experten austauschen. Vom Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz über die Euro 6-Norm bis zur Kostenrechnung. Und natürlich neue Themen, gerade im Recht. Weil das Fahrzeugrecht oder das Recht um das Fahrzeug ist sehr, sehr dynamisch und es kommen manchmal schneller Urteile, manchmal schneller Gesetzesänderungen, wie man gucken kann. Und es ist elementar wichtig, dass sich die Fuhrparkbetreiber, Fuhrparkleiter, die Fuhrparkverantwortlichen dort immer up to date halten. Die NUFAM 2013 startet am 26. September. Die KMK-Geschäftsführerin Britta Wirz blickt bereits jetzt positiv auf die 3. Auflage der Messe. Wir sind sehr zufrieden, in diesem Jahr 300 Aussteller aus über 10 Nationen hier auf dem Messegelände begrüßen zu dürfen. Ich denke, das ist ein großer Erfolg und wenn wir die 20.000er Besuchermarke auch knacken, dann haben wir eine gute 3. Ausgabe dieser Messe hingelegt. Fachvorträge, Informationen von Experten, Mitmachaktionen, Nutzfahrzeuge zum Anfassen und Staunen. Das alles bietet die NUFAM 2013. Und zwar 4 Tage lang vom 26.09.2013 bis zum 29.09.2013 in der Messe Karlsruhe. Alle Informationen zur NUFAM 2013 und zu den weiteren Kongressen, Messen und Events der Karlsruher Messe und Kongress GmbH finden Sie im Internet unter www.messe-karlsruhe.de. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.